Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir waren auf der Fahrt von Berlin nach Hannover und da wollen wir auch gleich mal wieder hin. Genau, da steht auch schon unsere nächste oder unsere Lieferung. Die werden wir uns jetzt mal schnappen und dann gleich mal losbrettern. Wenn ich da richtig rankomme, heißt es. Ja, passt auch. Ja, Bremse muss ich auch noch ein bisschen üben. Aber das Rangieren habe ich schon besser. Haha. So. Dran ist das Gefährt. Jetzt geht's auf die Tour. Ja, ich weiß, ich blinke nicht. Oh nee, nicht schon wieder. Ja, ich weiß, wer zu doof zum Fahren ist. Sollte es sein lassen. Aber manchmal kommt es halt auch vor, dass ein LKW irgendwo streift. Ist halt nun mal so. Aber jetzt wird geblinkt. Kommt halt alles mal vor, dass man einige Sachen auch mal vergessen kann. Und der wartet, na gut, nett. Danke, Kumpel. So, da bin ich dran vorbeigeschrammt. Stoff geben. So, ich habe jetzt auch mal aus dem Treiber mal den toten Winkel rausgenommen. Aber so richtig was bringen, tut es nicht wirklich, wie ich hier merke. Jetzt kann es natürlich noch sein, dass ich wieder im Spiel irgendwo in den Einstellungen wieder toten Winkel drin habe. Aber naja. Soll uns nicht daran hindern, wir fahren erstmal nach Hannover. Ach, was bremst denn der schon wieder hier? Ups, falsch. Hätte auch jetzt schief gehen können, ich weiß. Affe, du! Bremst der denn in der Kurve ab? Hochschleppen, ey. So. Komm da hinter mir, überhol mal. Ich will links rüber. Also. Bist denn du für Arschloch hier, ey? Blöder Hammel, ey. Das ist doch. Ja, wie im wirklichen Leben. Das ist doch. Wird doch immer schlimmer hier. Ich weiß, ich fahre auf zwei Spuren. Liegt aber auch daran, dass wir hier abbiegen müssen gleich.
hier müssen wir runter. Ja, 172 Kilometer haben wir noch. Schaffen wir aber alles locker. Und das in diesem Part. Tanken. Na, nee, müssen wir noch nicht. Müssen wir aber auch mal bei Gelegenheit, weil der Tank ist schon. Ja, es ist schon gut runtergefahren, sagen wir mal so. Aber da ja heute auch Samstag ist, möchte ich nicht auf den Samstag tanken fahren. Na gut, ich hätte auch sagen können, so an diesem wunderschönen Samstag, aber so schön ist es draußen nicht. Zumindest nicht hier in Berlin, der Himmel ist bewölkt. Ab und zu kommen mal immer wieder ein paar kleinere, ja, Nieseltropfen vom Himmel. Von wo sollen sie auch sonst kommen? Aus dem Boden bestimmt nicht. Na, deswegen ist es halt nicht so schön. Was natürlich heute auch Besonderes ist, man muss dran denken, heute Nacht, von heute zur Morgennacht ist Uhrumstellung, ne? Wird die Uhr wieder um eine Stunde vorgestellt. Da freut man sich dann am Montag, kann man wieder früher zur Arbeit. Dieses Spielchen hat man ja jedes Jahr zweimal. Einmal vor, einmal zurückgestellt. Ach, das ist doch. Sollte man sich dran gewöhnt haben, aber. Also, ich persönlich, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Das ist echt schlimm. Also, das Schöne ist, an den Upload-Zeiten ändert sich ja nichts. Weder bei YouTube noch bei sonst irgendwem. Wenn es heißt Upload um 15 Uhr, dann ist auch der Upload um 15 Uhr. Egal ob Uhrzeitumstellung oder nicht. Doof ist es natürlich nur für die Leute, die ihre Videos zum Beispiel um 0 Uhr einstellen. Da kannst du jetzt schon mal zu einer Stunde Verspätung oder auch eine Stunde vorher schon kommen. Ne? Also ich weiß es nicht, ich habe das noch nie probiert. Ist meine erste Uhrzeitumstellung hier. So lange bin ich ja noch nicht auf YouTube. Aber da wird YouTube auch schon tolle Regeln gefunden haben. So, noch 55 Kilometer.
Mann, die Zeit vergeht heute im Fluge, ey, wie im Fluge. Das ist ja kurios. Ja, dieses Piepen war mein Akku vom Handy. Falls ihr es gehört habt. Da ist der Akku fast alle. Müsste ich eigentlich auch mal wieder ans Ladegerät hängen, aber mein Gott. Hier runter und neben mir fährt jetzt so ein blöder Affe. Ups. Komm, fahr schneller vorbei da. Dummer Blödmann. Oh, was ist denn da unten los? Ey, Karawane oder LKWs? Oh. Ist ja nicht auszuhalten hier. Wollen die alle hier nach Hannover rein? Also da kommt man sich wirklich langsam wirklich so vor, als ob man hier schon im Multiplayer ist, ja? Das ist ja. Wollt ihr mich hier alle ver. Oh nee, ne? Du Vollidiot! Ey! Na, knallt's jetzt? Nee. Drängler gibt es, ey, die gibt's nicht. Aber das ist mal wieder BMW oder was ist das? Mercedes? BMW? Ich glaube, BMW ist das, ne? Kann das jetzt gerade nicht so erkennen. Die Rückleuchten sehen so nach BMW eigentlich aus. Aber gut, spielt doch keine Rolle. BMW oder Mercedes ist normal. Die drängeln immer rein, was das Zeug hält. Seien es, dass sie einem die Parkplätze klauen. Gut, da gibt es auch jede Menge andere, gar keine Frage, aber. Ja, das sieht mir sehr nach BMW aus, oder? Ey, ich. Kann das nicht so. Also man möchte ja auch nicht die Fahrer alle über einen Kamm scheren. Also zumindest was mir so auf meinen Fahrten immer so privat so begegnet. Oder auch bei mir in der Firma. Wie gesagt, also da ist das echt schlimm. Da fallen Mercedes und BMW fallen da ganz extrem auf. Und warum bin ich jetzt hier schon wieder zu weit gefahren? Oh, ich krieg hier eine Krise, ey. Ich sollte nicht so auf diese blöde Auto da vorne achten. Das kann ich ja noch nicht mal mehr irgendwo wenden, ne? Ach. Pech gehabt, ich überhole jetzt. Entweder es kommt mir jetzt was entgegen oder auch nicht. Aber mir fällt mittlerweile echt immer mehr auf, dass ich. Oh, wie viele LKWs fahren denn hier noch, ey? Dass ich mich in letzter Zeit öfter mal verfranse hier. Dann fahre ich hier irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Und jetzt ja ebenso, also. Aber da vorne ist eine Ecke, wo ich wenden kann. Passt mir alles nicht, das zögert wieder alles hier hinaus, ey. Das ist. Ich will mir auch nicht irgendwo im Graben irgendwelchen größeren Schaden zu hier zufügen. Weil 3% Schaden habe ich einmal an der Zugmaschine schon. Und das ist nicht so schön. Kostet ja alles wieder Geld, die ganze Reparatur. Das kann, oh nee, oder? Oh Mann! Verdammt! Ja gut, dann muss ich jetzt hier irgendwo auf dem Feld wenden. Ist mir jetzt auch egal. Geht dann nicht anders. Tut mir ja leid, Leute. Ja, ich hätte auch einen Warnblinker anmachen können, aber.
Nee, also das macht mich jetzt schon wieder sauer. Das macht mich richtig sauer. Dass ich echt zu blöd bin, um mal auf das blöde Navi zu gucken, ja? Mann. Hätte schon längst einparken können. Sowas kann ich mich echt mal stundenlang schon wieder aufgehellen. Ja, das ist, wenn da jetzt keiner entgegenkommt, habe ich Glück. Ja, manch einer wird hier wieder dann irgendwie sich denken oder sagen oder schreiben, wie auch immer. Der fährt ja wie ein hirnloser Vollidiot. Ja, könnt ihr ruhig sagen, könnt ihr ruhig denken, könnt ihr ruhig schreiben. Das ist mir... Es ist halt nun mal so. Ich fahre leider nun mal so hier. Aber auch nur im Spiel. Ach nee, nicht auch das noch. Nicht auch das noch. Aber wir sind ja gleich da. Für die zu viel gefahrenen Kilometer kriege ich ja noch nicht mal Geld. Oder EPs vielmehr. Das ist das Schlimme daran. So, jetzt sind wir wieder. Wieder zu stark gebremst, ach Mann. Dann auch noch wieder ein Bergwerk. Oh. Oder eine Steinmine oder was auch immer das hier ist. Wollen wir mal gucken, wo er hier seine Ladung hinhaben möchte. So, hier ist schon mal ein Schlafplatz für den LKW, das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, ist ja gut. So, da möchte er hinhauen. Okay. Wenn er da hinhauen möchte, dann kriegt er ihn auch. Nur mal gucken, ob ich jetzt hier so gut rumkomme in der Ecke. Aber ich denke mal schon. Ja, ja, passt. So, wunderbar. Noch einmal ein bisschen zurücksetzen hier. So. Das reicht. Ah, trotz Gefahr, zu viel gefahrener Kilometer sind wir doch noch gut angekommen. Habe Level 5 erreicht, ist doch wunderbar. Habe auch ein bisschen Kohle bekommen, 5871 Euro. Und ja, können wir auch eigentlich schon sagen, schon wieder fast Level, also halb Level 6 sind wir ja schon. Aber naja, so, jetzt haben wir erstmal wieder hier den Kram. So, jetzt wollte ich mal gucken, was ätzende Sachen, weil das hatten wir nämlich, ja. Ich gucke mal, ob man hier irgendwo TNT oder also so Sprengstoffe fahren kann. Irgendwas war mir da, genau. Das wär's doch mal. So, gut. Aber ich mache erstmal die hochwertige Fracht weiter, damit wir ein bisschen mehr Kohle kriegen. Jawollo. So, in der Zeit, wo ich mich jetzt hier auch erstmal wieder ein bisschen schlafen lege, was ja nun mal so üblich leider ist beim LKW, ja, muss ich mich leider für diesen Part schon wieder verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet auch weiterhin fröhlich mit ein. Guckt auch natürlich auch meine anderen Videos. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich, falls ihr es nicht schon getan habt, schreibt mir was in die Kommentare, ich freue mich drüber und ja, kann wie immer nur nochmal, ja, ist ja gut, du kannst jetzt gleich schlafen, kann nur wie immer sagen, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, euer Ben Hoshi, ciao, ciao.